Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Folge Notruf 112, die Feuerwehrsimulation 2. So, wir machen wieder den Dienstantritt, da neue Schicht, 28. haben wir heute, der 28.04. Ich habe vorhin eine neue Ansage gehört, deswegen dachte ich, ich mache heute nochmal einen Dienstantritt. Wenn wir die jetzt reinkriegen, wäre es super, diese neue Ansage. Mal schauen, ich hoffe es. Morgen, wir haben zwei Kollegen kurz vor der Pensionierung. Neben dem üblichen Grillabend mit Anhang sammeln wir für Abschiedsgeschenke. Das Sparschwein steht oben, neben der Kaffeemaschine. Ich habe jetzt nicht mehr auf dem Radar, wer zuletzt auf dem KEF eingesetzt gewesen ist. Darum noch einmal der Hinweis, die Dachmatrix ist kein Spielzeug. Ups. Und ich habe immer noch nicht alle Einsatzberichte. Muss ich da immer hinterherlaufen? Ja, ich glaube auch. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Übernehmt jetzt die Einsatzfahrzeuge. Boah, cool, ehrlich, jetzt gibt's neue Ansagen, dann macht das Ganze doch gleich wieder viel mehr Spaß, finde ich. Aber gut, das ist halt meine Meinung dazu. Für einen kurzen Moment hatte ich jetzt schon ein bisschen Angst, dass das Ganze nicht funktioniert. Denn ich habe es auf dem Discord angekündigt. Meistens ist es so, wenn ich was auf dem Discord ankündige, ist meistens dann schon vorbei. Dann geht wieder nichts mehr und dann kann ich ja neu anfangen mit der Planung. Jetzt muss ich nur gerade mal gucken, dass ich irgendwie einen Einsatz rankriege. Ja, nee, ist klar. Sightseeing-Tour durch die Animation. So. Dann. Ja, was hat man noch nicht für einen Einsatz? Das ist jetzt die große Frage. Ich würde sagen, wir gehen nochmal aufs LF24. Also ich will ja schon ganz gerne einen Einsatz haben, den wir vielleicht noch nicht so in den gestrigen Aufnahmen hatten. Achtung, Hilfeleistung VU1. Einsatz für LF24, RTW1, ELW1. Das scheint ein VU auf der Autobahn zu sein, da der ELW mit rausfährt. So, ich werde schon ganz kurz wieder auf den ELW warten, dass der rausfährt. Was jetzt hoffentlich demnächst passiert. Das dauert immer einen kurzen Moment. Genau, also ich muss echt sagen, die Version, die wird langsam. Also gerade auch mit so kleinen Features, die wieder ein bisschen Abwechslung mit reinbringen, ich mag sowas. Weil es macht halt doch wieder einen gewissen Unterschied, wenn ich jetzt da zum Dienstantritt gehe und ich krieg dann da noch vielleicht ein bisschen zu gemeckern zu hören da. Ich finde immer, es macht schon was aus. Weil die bisherigen Sprüche, die da bisher immer so drin waren, die habe ich ehrlich gesagt mittlerweile satt gehört. Deswegen überspringe ich meistens den ganzen Kram. Und dann kann ich direkt loslegen mit Einsätzen. Meine Fahrkunst ist wieder der Hammer hier. Es geht wirklich auf die Autobahn drauf. Das mag ich ehrlich gesagt nicht ganz so, weil dann ist immer so diese Rettungsgasse und dann komme ich immer so schwer durch. Aber am besten einfach der KI hinterherfahren. In Hoffnung, dass es die KI immerhin schafft. Jetzt schön langsam hier durch. Das scheint was zu werden. So. Ne, doch nicht, oder? Doch, passt.
Ja, ein VU1 hat man, glaube ich, auch noch nicht. Wir hatten ja gestern VU3. Katze auf Baum und Containerbrand, Ölspur. Das waren sie gewesen. So, jetzt wechsle ich ganz kurz in den Einsatzleiter, damit das Ganze ein bisschen realistischer ist. Kann ich hier eigentlich auch ran? Ja, ich kann hier auch ranzoomen. Absitzen, Ortsbegehung. Und auch hier denke ich, sage ich einfach mal gleich absitzen. Gut, achso, jetzt möchte ich hier ein Stück, glaube ich, so lang gehen, ja. So, und jetzt? Achso. Verkehrsunfall, Geräteablage wäre Blödsinn, Fahrzeug sichern würde Sinn machen. Und ansonsten... Der guckt recht grimmig. Na gut, der Tag ist wahrscheinlich versaut für den Mann. Bei dem LKW-Schaden jetzt hier. Sind sie verletzt? Das ist immer ein sehr spannendes Ding. Gut, also einen Rettungswagen braucht der schon mal nicht. Aber immerhin, er fragt nach dem anderen Fahrer. Das ist ja schon mal schön. Der Halter des PKWs ist aber eine Halterin. Na gut. Schön wäre es natürlich jetzt echt noch, wenn das gleich mitvertont wäre hier. Wenn schon neue Texte drin sind bei der, beim Dienstantritt. Gut, dann jetzt noch mit dem Polizisten. Ja, beide unverletzt, gut. Dann kann doch der... Achso, treffe ich ja nicht in Tactical View rein. Sonst hätte ich jetzt gesagt, dann kann ja der RTW direkt abrissen. Und dann sage ich es mal halt jetzt. Sieht schon cool aus, wenn es dann einmal alles so läuft, und, aber ich glaube, das habe ich schon mal gestern auch erwähnt. Weil an sich alles rennt hier so durch die Gegend, jeder hat so seine Aufgaben. Gefällt mir. So, dann macht man alles zu, genau. Ich glaube, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, ansonsten fährt nämlich das LF24 vor. Gut, das ist jetzt gerade eingetreten.
Damit wir aber nicht wieder auf zum ELW zurückfahren, würde ich sagen, fahren wir mal LF24 jetzt in die Wache zurück. Denn ich meine, dass wir es noch in keiner Aufnahme gezeigt haben, das LF24 an sich. Zu dem Fahrstil sagen wir mal wieder nichts, bitte. Mir ist gerade selber aufgefallen, dass ich ja eigentlich in der Aufnahme noch bin und hier so fahre. Also, gut. Rote Ampeln ignoriere ich mal wieder. Jetzt haben wir Mini-Lags. Performance-Probleme sind wieder da. Das ist immer so ein bisschen nervig mit der ganzen Thematik Performance hier. Denn an sich, es macht mittlerweile richtig Spaß. Ich glaube, das merkt ihr auch. Ich bin da recht motiviert hier drin, aber es muss halt noch wirklich was getan werden dran. Also. Mit Schwung fasst der Gegner, dann geht's auf. Okay. So, dann einmal aussteigen. Gut, dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Aufnahme, oder am Ende dieser Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne auch ein Like da und um nichts zu verpassen, auch gerne ein Abo. Schreibt mir wieder ein bisschen Feedback in die Kommentare, weil ich diesmal wieder so falsch gemacht habe. Vielleicht habe ich wieder irgendwo was gemacht, wo ihr sagt, das ist aber eigentlich unrealistisch. Dann schreibt mir das gerne, dann kann ich das sicherlich in den nächsten Folgen berücksichtigen. Multiplayer-Aufnahmen demnächst vielleicht auch, muss ich schauen. Und ansonsten, ja. ELW rückt noch ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.